ein Blick in eine ungewisse Zeit. Durch Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Was geht, Freunde? Seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hot oder Schrott. Heute in einer Level Asian Hardcore XXL Map, die der Map-Erbauer schreibt. Unter 90 Minuten ist die Challenge, diese Map überhaupt zu schaffen. Und man solle 6 geheime rote Autos finden. Okay. Mit dabei ist Hot oder Schrott, Good or Bad Experte, Nanimifan, hallo. Hallöchen. Schön, dass du am Start bist. Ich sehe schon, das wird hier ein Warride-Spezial. Gefällt mir. Das wird heftig, das wird richtig krank. Und da ist schon die erste Entscheidung. Der Gewinner kriegt rechts. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere. Stein. Der und sein Stein. Freunde, der gute alte Stein. Gebt auf jeden Fall einen Daumen rauf, wenn euch diese Map hier gefällt. Nein. Chiburek. Ich habe eine Familienkutsche auf jeden Fall. Wir haben beide... Nein, Chiburek. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es fängt jetzt schon an, Freunde. Wenn ihr wollt, dass wir in dieser Map durchhalten und noch mehr solch harter Maps spielen, dann auf jeden Fall den Daumen nach oben verprügeln. Aber sowas von. Schlag den komplett blau. Jo. Alter, ich glaube, du hast das bessere Auto. Oh, lass mich bitte vorbei. Ich habe Anschwung geholt. Ich bin oben. Wo hast du den Chiburek? Oh. Du hast einen Golf. Ach so. Danke, dass du mich vorbeigelassen hast, du Ehrenloser. Ich habe doch extra gesagt, ich habe Anschwung geholt und dann lässt er mich nicht vorbei. Nein, kurz vom Punkt verkackt. Das hast du verdient. Nein. Weil du mich nicht vorbeigelassen hast. Weißt du, stimmt, das ist ein Golf. Das ist gar kein Chiburek, du hast recht. So. Was muss ich hier machen? Kev hat es. Was ist das für eine Rampe? Woo, Kev. 1-0 für Daddy. Aber nee, der Warride geht ja noch weiter. Warte, mach ich jetzt den ganzen Warride mit dem Ding, oder wie? Würde er nicht sagen, dass man geheime Autos finden muss, oder? Ich würde sagen, nochmal, heißt, wir haben ja irgendwas anderes noch. Komm schon. Ah! Alter, jetzt wird's nochmal richtig knackig, Freunde. Wow, oh mein Gott, die Map hat 46 Punkte. Wir fangen jetzt gerade erst an. Ich freue mich schon auf die Herausforderung. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich nicht auf dich warte. Nö, ich habe ja den Punkt geschafft. Warride-Wechsel und so, da ich glaube, da ist Warten auch einfach nicht nötig. Nö, das wird dich mehr zerstören als mich wahrscheinlich. Ja, wollte gerade sagen, da bist du... Sagen wir so, normalerweise wäre ich besser. Alter, ich glaube, du hast trotzdem das bessere Fahrzeug als ich. Kann sein, ein Tick besser. Ich komme mit meinem Fahrzeug einfach nicht hoch. Ich muss auch extrem tippeln, aber mit meinem komme ich wenigstens ein bisschen hoch. Komm, dreh dich. Oh, ich bin dran. Und danach kommt noch ein Warride-Wechsel. Komm schon, komm schon, komm schon. Dreh dich. Ich bin dran. Bitte spring oben ab. Let's go, ich hab's geschafft. Dann hast du wirklich 1-0, Anime-Fan. Dann hast du doch das bessere Auto. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach skilliger als du. Yes! Wir haben sowieso eine Bonus-Challenge gegen den Map-Erbauer. Wie gesagt, 90 Minuten. Wir müssen schneller als 90 Minuten sein. Und war dein Auto rot? Nee? Nee, mein Auto ist für meine Crew-Farbe lila. Man soll angeblich hier 6 geheime rote Autos finden. Also mein Auto flippt gar nicht. Das ist. Du hast das bessere Auto. Oh. Ich musste üben. Nee, ich glaube, du hast eigentlich das bessere. Ich musste halt übelst hochziehen. Das war richtig lucky. Alle Probe? Nee. Also mit dem Auto sind wir Kinder, das ist. So oder so schwierig, so oder so schwierig. Ja. Aber ich habe noch keine roten Autos gesehen. Nee. Frag mich, hat er die irgendwo so versteckt, oder? Kann ja sein, dass er die reingemacht hat. Ich habe das Problem mit dem Auto. Ich komme dran, aber die oberen Reifen fliegen weiter. Ich mach quasi nicht die... Zum Drankommen, ich der überfliegt. Oh, ja. Ah, muss ich mich mal beschweren. Komm jetzt. Komm jetzt dran. Oh ja. Oh. Mecker, hilf manchmal, hab ich mal. Oh, komm mal. Hast du es gesehen? Und hat's gelangt? Ich hab die Plattform getroffen. Kann mal gucken, wo ich liegen. Ich bin genau auf der Plattform zu liegen gekommen. Also kann ich dir helfen? Ich kann mich selber drehen, aber ich bin genau an der Kante zum Liegen gekommen. Ach du Kacke. Junge, das Auto.
Ich glaube, ich hatte doch das bessere Auto. Oder ich hatte ein bisschen mehr Luck beim Flippen, keine Ahnung. Jetzt kommt auf jeden Fall der nächste Punkt. Ich freue mich schon. Bist du bereit? Bereit. Schnick, schnack, schnuck. Schere. Ebenso. Schnick, schnack, schnuck. Stein. Papier. Wieder rechts. Was ist los? Vielleicht diesmal links das bessere Auto. Schere heute. Ach du mein. Oh nein. Nein, ich bin ein Bus. Ich bin auch ein Bus. Ich bin ein Lieferwagen. Ich bin ein Drogenkurier. Komm schon, zieh hoch, Junge, du kannst es doch. Lol. Ja. Er wollte einfach nicht. Ja. Sehen. Das wird mies. Was ist das für eine Zerstörungsmap eigentlich? Oh, nice. Diesmal habe ich schon Grip. Oh, diesmal bin ich dran. Er hat den Grip. Bleib dran, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Das kannst du doch. Nein, gegen Kante. Gegen die Kante. Oh, du hast das A-Team, glaube ich, ne? Ja, aber in dem Spiel ist also, das hier der Drogenkurier von Los Santos. Also deiner sieht ein Ticken moderner aus, muss ich gestehen. Ja. Aber ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie man... Lol. Wie man fliegt und irgendwo gegenkommt. Komm schon. Komm schon. Ich habe das Gefühl, das kann ich hinkriegen. Dran. Ah, du hast es. Komm nach oben, ja! Ich komm halt einfach nicht hoch, das ist das Ding. Oh, hier ist kein regulärer Tauschpunkt. Okay, das ist noch kein regulärer Tauschpunkt, wir müssen noch einen Punkt weiterfahren. Natürlich, weiter geht's. Weiter geht's. Noch ist nicht aller Tage Abend. So, was müssen wir jetzt machen? Speed holen, bisschen nach oben ziehen, yes. Hochziehen, 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 zieh hoch. Kann ich den Punkt von unten holen? Ehre! Ich hab den von unten geholt. GG. Von unter der Plattform. Let's go. Und jetzt ist Daddy da mit seinem Bus. Ich nehme deinen Windschatten, um den Punkt zu holen. Alter, ich komm gar nicht hoch. Oh. No. No way. Ich hab's. No. No way. Ja, noch so ein Flip. Nein. Ich hab den Flip danach verkackt. Du musst gucken, dass du im zweiten Spiel schon nach oben ausgerichtet bist, sonst hast du gar keine Chance. Ja, aber wie soll ich mich nach oben ausrichten? Ich drücke nur nach links, den gesamten Wall. Schon. Alter, Junge, wieso bist du denn... Alter, deiner fährt ja so schräg schon. Ja. Nein, schon wieder den Flip verkackt. Oh. Ich hoffe, dass du den Flip first try schaffst und hochkommst. Uff. Ja, das Problem ist, meiner ist, glaube ich, etwas schwerfälliger als deiner. Wie kommst du da überhaupt hochgelenkt? Ich halte die Konstanten nach links gedrückt. Aber dann überdrehe ich auch. Meiner lenkt mir nicht hoch. Okay. Oh! Lol, da ist ein Flip. Ja. Okay, ich muss ja irgendwie oben rauskommen. Krass. Boah, das ist heftig. Nein, er überdreht. Also das ist nur... Oh, geiler Punkt. Da ist das Lucky. Also meiner hat ja schon Schwierigkeiten, so schlecht ist der bei dieser Anfahrt hochzukommen. Ich komme mir schon ins Rutschen, bevor ich den Speed erwische. Komm schon. Ey Junge, ich komme jetzt aber auch in der zweimal hoch ich oben. Okay. Komm schon. Oh, das war mein bester Try bisher. Sah gut aus. Komm schon, flip it! Es hat einfach First Try geklappt. Haha, und den Punkt habe ich mir gesichert. Yes! Ich habe ihn dir ja gegönnt. Alter, ich hätte auch keinen Bock gehabt, das nochmals zu machen. Das nächste Ding, Junge, was ist heute los? Mehr Glück als Verstand hat dieser Junge heute. Geil. Ich habe dir einfach den Punkt gegeben. Ich wollte dir die Ehre geben. Lüg nicht. Guck mal, ich bin gleich hinter dir. Das war schon Skill, sei ehrlich. Ja, ein bisschen Skill hast du gezeigt. Du hast nicht absichtlich verloren. Ich habe einmal Flip sehr dumm verloren. Ich hätte ja das schon haben können, den Punkt. Wirklich? Wirklich. Ich habe einfach nur... Falsch reagiert. Ja, nee, das zählt nicht. Du hast es nicht legit geschafft, also war das kein geschenkter Punkt. Doch. Kleiner Lügenbaron. Schnick, schnack, schnuck. Der Stein, für die Ehre. Schere. Ah, endlich hat er mal kaputt gegangen. Abwechslung, kriegt er mal seine Seite. Jetzt geht's ab. Aber die Fahrzeuge scheinen immer sehr gleichwertig zu sein. Oh nein. Ja. Nein. Wie sehe ich denn aus? Oder was? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nein, man muss hier wenden. Die Koralle, ja. Wie, die Koralle? Du kannst Koralle oder Arschdrehung wahrscheinlich machen.
Was ist ne... Wieso bist... Bist du das Secret-Auto? Wieso bist du getuned? Keine Ahnung. Wieso hast du das getunte Auto? Angelassen, die getunten waren? Nein, Ke- Verdient. Wieso, du kannst doch nicht mit dem getunten fahren. Wieso hast du dauernd den getunten? Dann hast du getunt angelassen. Das habe ich im Casino gewonnen, das Auto hier. Lol, ist das mies. der Punkt zählt für dich nicht. Es ist 2-0 für mich. Ja. Ja, es ist 2-0 für mich. Das kann nicht sein. Er kriegt einfach den getunten. Ui. Ich bin schon wieder hier, hallo. Nee, genau immer bei KF. Das ist einfach zu, ich kann dir den Punkt nicht gönnen, Junge. Du wirst das First Try machen mit deinem... Ja, wenn ich einmal da mich drehen kann, dann... Du kannst ja auch einmal warten. Ja, nee. Wenn du einmal wartest... Nein! Okay. Junge, kannst du bitte mal weggehen, Alter? Das wird ein One in a Million sein bei mir. Lass mich einmal vor und halt Abstand. Ich bin doch schlechter als du. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Also für dich wird nach oben ziehen, Handbremse und Bremse gleichzeitig. Was soll ich dir sagen? Hab's geschafft. Er hat den praktisch First Try gemacht schon wieder. Was ist los? Heute habe ich's mit dem First Try, oder? Ja, aber nur mit meiner Anweisung. Komm. Oh mein Gott, da kommt er durch. Ich bin zu langsam, oder? Das schaffe ich nicht mehr. Nee, mein Auto sieht auch komplett kaputt aus. Das wird nichts mehr. Geile Sache. Scheiß auf deine Anweisung. Ich bin einfach zu gut heute. Heute habe ich es irgendwie. Okay, mein Bumper funktioniert nicht. Das ist gut. Und damit bin ich beim nächsten Verwandlungspunkt. Junge, rasiere ich heute durch. Und ich habe jedes Mal das schlechte Auto. Ich werde wahnsinnig. Ey, du hast ja das bessere Auto. Aber bei mir... Ich weiß genau, wie dieser Bumper funktioniert, Kev. Bei mir hat er noch kein einziges Mal gebumpt. Ich fahre gegen und fall runter. Oh, einmal hat der Bumper funktioniert. Einmal. Jetzt bleib ja dran, Auto. Bleib ja dran. Okay, ein... Punkt. Wunderbar. So, Freunde. Ich hoffe, der Wallride First Try. Obwohl, da soll ein Flip unten sein. Ich bin ja, mal gespannt. Also, wenn du den Speed mitnimmst, dann geht's. Ansonsten musst du von hinten Anschwung holen. Dann geht's easy. Ui, ha, wie der Abprall von der Jump. Okay. Muss ich also von unten nach oben anständig fahren. Alle hopp. Wie, wie mein Auto wegbackt vom Adam Wallride. Okay, dann flippt nach unten. Okay, das ist easy. Alle. Ja, und die Edward, so. Oh, überraschend, wie der Flip unten mit dem Auto funktioniert. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass der Flip so gut funktioniert. Jawohl, guck mal, auf wen wir warten müssen, den Warride-Noob. Ja, wow. Du kommst auch ehrlich gesagt angeschlittert wie der Warride-Noob hier gerade. Aber ich finde dein Auto verdammt geil. Bist du bereit? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Papier. Schere. Ich lese dich wie ein offenes Buch. Und bis jetzt war es immer das bessere Auto, was du hattest. Ey, lüg nicht, das stimmt nicht. Das gerade eben hatten wir ziemlich vergleichbare Autos. Oh nein. Was hast du? Eine Art Cadillac? Keine Ahnung. Ich habe auch irgendeine Familienkutsche. Jetzt geht's los, nicht aufgeben, Freunde. Was soll, ist das denn für ein Element? Wir müssen hier hoch. Okay. Ist das zum... Müssen wir wenden? Ja. Wieso sollte ich denn... Ich fahr mal hinten weiter. Ach so, geht gar nicht. Man muss wenden? Man muss Richtung ändern? Ja, moin. Hä, aber wie das denn? Da muss irgendwo ein Bumper sein wahrscheinlich, oder... Oben ist keiner. Oder kann ich einfach so hochziehen? Kann man einfach, ich weiß, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Kann man einfach so? Ich schaue mir gerade mal an. Warte, ich fahre gerade nach oben. Oh, ich glaube, das geht. Ah, nee. Ah, okay, ich verstehe. Also, was denn? Ich weiß jetzt, hier oben ist eine Plattform, wo man drauf steht und andersrum reinfällt in die Tube. Oben ist eine Plattform? Ja. Ich war gerade ganz oben, da habe ich nichts gesehen. Da, wo du den Pfeil siehst über den Tube-Rahmen, wo ich jetzt stehe. Da ist das Ende der Plattform. Da. Du hast ungefähr ein Vierteltube-Plattform hier oben. Du kannst
Jetzt schon raus. Oh. Aber langsam. Alter, ist das mies. Okay, dann weiß ich, wie das funktioniert. Alles klar, Mist, jetzt hast du den Vorteil. Du hast natürlich zuerst gefunden. Ja, aber die Auffahrt aber mit den Autos, geil. Das wird auf jeden Fall amüsant, sag ich dir. Ja. Und vor allen Dingen, dann, da kommt noch eine Tür, habe ich gerade schon gesehen. Das gibt's nicht. Alter, knackig. Geile Map. Nein. Ich muss sagen, also ich glaube, die 90 Minuten von dem Map-Erbauer, die sind ein bisschen extrem spitz angesetzt. Aber die hat ja auch wenige Prozente. Und man muss sagen, ich bin glücklicherweise bei einigen Punkten Instant First Try durch. Mhm. Das heißt, wenn man da auch noch ein paar Schwierigkeiten hätte, so ich warte mal, bis du durchkommst und noch nicht. Raus. Warte. Da, raus. Ich guck mir mal da, wo der Pfeil ist. Den Pfeil kann man sehen, wenn du langsam rauskommst. Ich habe mich an der anderen Tube orientiert. Ach so. Okay, wir fahren erstmal eine Runde. Da muss ich raus, also noch nicht runter. Und jetzt. Ja, ich überdrehe instant. Let's go, wo muss ich hin? Oh, du musst, glaube ich, nochmal wenden, wenn ich es richtig gesehen habe. Was? Ich glaube, du musst nochmal wenden. Ah, unten irgendwo. Ja, aber wie? Wenn ich das richtig gesehen habe, war es der Halblooping in den Tube reinsprung. Oh mein Gott. LOL! Okay. Da sind mehrere Tubes ineinander. Ach du Kacke. Und das mit der Familienkutsche? Ja. Was ist hier los? Heftig, aber geil. Kriegen wir hin. Ich bin gerade richtig heiß. Oh, guck mal, ich sehe hier auch so ganz netterweise so diese Schlieren von den Reifen. Okay, ich verstehe. Ich muss den Looping rausnehmen, oder was? Ja, du musst in den Looping reinfahren und in die Tube reinflippen. Was? Dass du quasi einen Richtungswechsel machst. Ach du Kacke! Wie? Nee, warte, ich glaube, das muss andersrum sein. Ich glaube, ich muss in, weil die Tube ist super eng. Ich glaube, ich muss in die kleine Tube fahren und von dort aus an dieses andere Ding. Das waren Asian-Spieler. Aber Alter. Normale Spieler springen vom Looping. Oh, fast geschafft. First try. Hm. Das zweite schon, oder was? Ja, du musst quasi in Looping reinfahren. Also hast du den blauen Looping genommen? Ja, den blauen Looping musst du nehmen. Dann kannst du da sehr langsam drin fahren, gucken, wo der Sprung ist und rausflippen. Okay. Ja, ich find's halt echt schwer. Kannst auch andersrum machen, aber andersrum ist es fast unmöglich, dass er wie auf einer MC flippen. Ne? Okay, ich versuche es auf deine Art und Weise. Mist. Zu langsam gewesen. Man darf auch nicht zu langsam werden. Boah, das ist jetzt mal richtig knackig mit diesem Fahrzeug. Heftig. So, im blauen Looping wieder drin. Flip in die Tube rein. Hä, wo müssen wir denn... Okay. Oh, ich bin in der Tube. GG. Oh mein Gott, warte. Ich fahre raus. Ich drehe meine Runden in der Mitte. Ich weiß nicht, wo ich raus muss. Ich bin in der Tube drin, ihr Kleinen. Okay, ich bin draußen. Wo soll ich hin? Ich fahre wieder zurück. Hä? Ich bin wieder zurückgefahren, jetzt Anime-Fan. Okay. Wie? Du hast den Fall. Es gibt zwei Ausfahrten daraus. Nicht dein Ernst. Du hast die falsche Ausfahrt genommen, mein Freund. Wie? Ich bin. Hätte ich oben oder unten fahren müssen? Du bist hier unten gefahren, du hättest oben fahren müssen. Die Ober von den beiden. Lol. Okay, im Looping drin. In die Tube reingeflippt. Rausgefahren. So die Frage, wo ist. Da bist du, glaube ich, eben rausgefahren. Da ist das, okay. Ja, okay, du musst echt, da wo du den Ausfahrt nicht siehst, kräftig nach oben fahren und dann das noch rausfahren, da ist die Ausfahrt oben. Halleluja! Das war der Punkt. Puh. Richtig mies, dass man den echt nicht sieht, dass man hochfahren muss erstmal. Ja. Aber ich krieg das hin. Ich drehe noch eine kleine Ehrenrunde. So. Oh, ist das Hurensohn, Alter. Ist das hässlich.
Ja, normalerweise machst du das mit Superschwachwagen, dann ist es eigentlich schön machbar. Aber mit den Autos hier ist es schon. Wow! Auf einem sehr bösen Niveau. Halleluja. So, jetzt. Das ist falsch, das ist richtig. Das ist falsch. Das ist falsch, das wäre richtig. Falsch. Richtig. Oh, das sah gut aus. Das sah gut aus. Oh, das sah verdammt gut aus. Freunde, hat mich dieser Punkt hier zerstört. Alter Verwalter. Huhuhuhu. Crazy Papa Razy. Okay, hier weiß ich, was ich machen muss. Da muss einfach nur die richtige Seite haben. Junge, Junge, Junge. Was für eine schwere Geburt. Jetzt ist er nicht geflogen. Da ist er, er kühlt. Alter Verwalter, Freunde. Was für ein Punkt. Ey, ich habe ja für diesen Punkt mehr gebraucht. Doppelt so lange wie für alle anderen Punkte bisher zusammen. Ach, Kev, ich habe eins der roten Autos gefunden. Ich habe eins der Autos gefunden, wie er meinte. Scheiße. Geil. 50 Minuten. Kev, komm mal. Und zu meiner Position kommen unter die Straße. Da siehst du Kaktus und ein rotes Auto. Eins der roten Autos für die habe ich gefunden, die er möchte. Ich sehe kein rotes Auto. Muss die Kamera machen? Hier an der Stelle, wo ich gerade stehe, ist unter der, auf der Straße. Ah, lol! Das ist eines der geheimroten Autos? Ja, mit einem Kaktus. Lol, wieso? Keine Ahnung. Okay. Was hast du? Schere. Ich auch. Schnick, schnack, schnuck. Papier. Stein, okay, du darfst diesmal rechts haben. Oh, komm schon, was ist das für eine totale Hot- oder Shot-Warride-Zerstörung? Eine Asian? Ich bin ein... Ich bin ein ganz normales Auto, ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall ein Muscle-Car. Ja. Achso, ja, dann bin ich auch ein Muscle-Car. Lol? Muss man da reinjumpen? Ja, du musst in die Tube rein! Ach du Kacke. Ach du Kacke, mit einem Muscle-Car, der will uns auch komplett zerstören hier heute, oder? Ja, oh ja. Das heißt, wie, ich springe hier rein? Ich springe einfach so hoch, hopp. Ja, einfach und cool, dass du in die Tube reinflippst. Okay, das müsste aber gehen. Okay, der Punkt ist relativ einfach. Was? Und danach muss ich? Rausspringen auf den Wallride wieder. Junge, 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 der will mich komplett zerstören. Wir springen raus. Hopp. Okay, ich bin drauf. Ich fahre hier meine Kreise. Lol, ich muss aber gedreht rausspringen. Bin. What? Ich muss mich rausflippen? Ja, du musst auf den Wallride wieder kommen. Punkt. Das macht. Oh, ich bin drauf! Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Nice. Ich bin einfach hochgefahren. War davor. Das Momentum ist wieder da, Freunde! Kev, war da ein Punkt? Ciao. Okay, war ein Punkt, ja, so wie er reingefahren Punkt. Ist. War ein Punkt. Ich hab schon Herzinfarkt gerade bekommen bei mir. Hier war ein Punkt. Ich dachte, das wäre ein Bonus-Car, weißt du? Ich habe nur ein rotes Auto gesehen. Mir hat ehrlich gesagt der Kaktus ein bisschen gefehlt. Nein! Ciao! Geil, Alter, geil! Jetzt geht's wieder ab, Freunde! Ey, diese eine Stelle hat mich nur auseinandergenommen, aber man muss der Fairness halber auch sagen, einfach nur, was man nicht kann oder was man lange nicht gemacht hat, ist natürlich immer besonders schwer. Ja. Springen wir da jetzt raus? Ist jetzt hier Ende? Alter, wenn das der Fall ist... Da ist ein... Oder muss man da irgendwie wenden? Nein, das ist einfach nur zum Durchfahren, würde ich sagen. Das ist ein Punkt in der Luft. Da springen wir einfach raus, dann haben wir es geschafft. Okay, wir haben auf jeden Fall noch 13 Punkte, vielleicht kommt noch irgendwo was. Das kann doch nicht sein, dass ich die ganze Map in 10 Minuten mache und 40 Minuten an einem Punkt sitze und er gibt uns eine 90-Minuten-Challenge. Nein! Aber das Muscle Car ist hier eklig, ey. Ja. Das Muscle Car ist hier richtig eklig. Oh! Schön, 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 schön. Ich rutsche, aber ich bin drauf. Und GG, mein durch. Freund, GG. Aber wohin jetzt? Komm, komm. Oh, einmal gut gelandet, Freunde. Einmal flach gelandet und...
Easy check. Kann ich ja reinfahren, du fährst nur noch auf dem Flugplatz rum. Ja. Nice, da hat das Anime-Fan auch geschafft. Freunde, ich hoffe, euch hat diese mega Hardcore-Map gefallen. Obwohl ich so lange am Punkt gebraucht habe, haben wir seine Challenge easy bestanden. Wir sind einfach, glaube ich, mittlerweile zu gut, Freunde. Daumen nach oben, bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao, ciao! So, jetzt komm, jetzt hol ich mir noch. Wird interessant. 10 Punkte, wobei die, wenn die alle am Boden sind. Ist eine Schwert so. So. Nein, da war ihr. Minikarte, Minikarte, Minikarte. 10 Sekunden. Ah. Muss halt nur links und rechts fahren, dann ist das Ziel. Ja, egal. Ich stelle mich hier an den Benzintank, rauche eine.